Grief ist endlich weg und ihr spielt Mono Black und ihr wisst nicht, was ihr tun sollt. Ich habe ein Deck für euch. In diesem Deck-Tag könnt ihr all eure Lieblings-Mono-Black-Karten weiterspielen, nur ohne Grief. Und damit sind wir beim nächsten Deck-Tag. Wir haben ein sehr cooles Mono-Black-Helm-Deck vor uns, das eben sehr viele Karten aus dem ursprünglichen Mono-Black-Scam-Deck spielt. Dementsprechend starten wir direkt los. Wer kennt sie nicht? Mit den Creatures, eine Sheoldred The Apocalypse, ist hier nur drin, weil ich sie hatte. Muss man nicht haben. Die meisten Mono-Black-Spieler haben sie, deswegen als One-Off, 4 Mana, 4-5 Death-Touch. Immer wenn der Gegner eine Karte zieht, verliert er 2 Leben. Immer wenn wir eine Karte ziehen, kriegen wir 2 Leben. Sehr mächtig, wie alle wissen. Dann 2 Opposition Agents. Opposition Agents in dieser Möglichkeit ganz, ganz viel möglich, was zu machen, denn Opposition Agent kostet 3 Mana. Ein schwarzes, 2 farblose. Das ist wichtig, weil das ist in der Mana-Basis nochmal besser. 3-2 Flash, wenn der Gegner sein Deck durchsuchen würde, durchsuchen stattdessen wir und dürfen eine Karte davon exilen und dürfen die so lange spielen, wie die im Exile ist. Sehr, sehr gute Karte. Bowmaster, die Lieblings-Mono-Black-Karte. 2 Mana 1-1, wenn sie ins Spielfeld kommt oder wenn der Gegner eine Karte zieht, die nicht die erste Karte in seinem Draw-Step ist, dann fügen wir einen Schaden zu und machen am Mars Orc 1. Und natürlich hat die Karte Flash, dementsprechend sau strong. Wer sie noch nicht kennt, sie geiselt Legacy schon lange. So, dann kommen wir zu den wichtigsten Karten. Doughty Voidwalker. 2 Mana 3-2, spielen wir auch im Playset von, genau wie von dem Bowmaster. 2 Mana 3-2 Shadow, immer wenn eine Karte beim Beatdown in den Friedhof gelegt würde, wird sie stattdessen exiled. Und für Tappen können wir den Opfern um eine Karte, die der Gegner kontrolliert, mit einer Void-Marke drauf, die wir übrigens drauflegen, wenn diese Karte Karten exiliert. Das ist wichtig. Können wir diese casten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Sehr, sehr mächtig. Sehr gute Karte. Dazu spielen wir im Mainboard 4 Leyline of the Void. Leyline of the Void im Mainboard mag komisch aussehen, ist aber sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir können sie von der Starthand direkt ins Spiel bringen. Und immer wenn eine Karte beim Gegner in den Friedhof gelegt würde, wird sie stattdessen exiliert. Auch das sehr mächtig. Denn wir spielen einen Helm of Obedience. 4 Mana Artefakt. Für x Mana tappen. Legt der Gegner so lange Karten von seinem Deck in seinen Friedhof, bis er entweder eine Kreatur von seinem Deck in seinen Friedhof gelegt hat oder x Karten. Wenn wir jetzt x gleich 1 sagen, tappen wir diese Karte und wir haben einen Leyline of the Void daneben. Dann passiert Folgendes. Die Karte fragt den Gegner, leg mal eine Karte von deinem Deck in deinen Friedhof. Und der Gegner sagt, okay, tue ich. Und Leyland Void sagt, nee, leg nicht in Friedhof, exile. Stattdessen. Okay. Dann fragt der Helm, Junge, hast du jetzt eine Karte in deinen Friedhof gelegt? Und der Gegner sagt, nee, bisher nur exiled. Und dann sagt der Helm, ja, dann mach nochmal. Und damit mildt man das gesamte Gegnerdeck. Exiled sogar das ganze Gegnerdeck. Sehr, sehr, sehr mächtig und beliebte Combo. One of Helm. Eine Pithy Needle, um Karten anzusagen, die uns stören. Wenn die ins Spielfeld kommen, können wir eine Karte ansagen, die haben keine aktivierte Fähigkeiten mehr. Ein Shadow Spear, denn was wir in dem Deck auch haben, ist, ich hab's schon erraten, Ursas Saga. Und wir haben halt auch Doughty Voidwalker, Bowmaster mit dicken, dicken Bows, Agents, die halt auch mal das Spiel beenden können, und Sheoldreds, die mit dem Shadow Spear das Spiel auch beenden können. Das heißt, wir haben immer noch ein Beatdown-Deck, auch wenn wir jetzt auf ein Combo-Deck leicht umschwenken. Das dürfte den meisten doch gefallen. Dazu 4 Chromox. Chromox, 0 Mana-Artefakt mit Imprint. Man kann eine Karte aus der Hand imprinten und danach kann man das Ding tappen, um Mana zu bekommen gleich der imprinteten Karte. Das heißt, bei uns eine schwarze Karte, die wir imprinten, und dann kriegen wir Tappen für einen schwarzen Mana. Geht nicht mit Ländern, geht nicht mit Artefakten, geht nicht mit Khan, the Great Creator oder anderen Eldrazis oder sonst im Kram, geht nur mit Non-Artefakt, Non-Land, lustigen, farbigen Karten. Also man kann auch andere Karten imprinten, aber es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Ein One-Off, Khan, the Great Creator, denn wir haben im Sideboard noch einen Helm, Spoiler, und noch viele andere Karten, die wir damit rausholen können. Und das hier ist sozusagen der zweite Draw für den Helm, plus noch so viel mehr. Würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. So, das ist die Grundidee der Creatures, Artifacts, Base, der Combo-Base sozusagen. Kommen wir mal kurz zu den Ländern. Wir spielen 2 Urbox, Tomb of Yawgmoth. Alle Karten sind Sümpfe zusätzlich. Das machen wir einfach nur, weil wir den Platz haben. Dann haben wir 4 Sümpfe. Tap für Schwarzes.
Zwei Snow-Covered Swarms. Tap für Schwarzes. Auch das macht man einfach nur, damit man einen Split hat für Predict. Weil wenn man Predict falsch liegt, dann ist das immer kacke. Wenn man Predict kacke liegt, dann zieht der Gegner eine Karte und dann haben wir eine 1 zu 10 Chance und jetzt haben wir eine 1 zu 7 Chance oder so. Das reduziert es ein bisschen. Dann drei Ancient Tombs. Tappen für zwei farblose Mana. Wir kriegen auch 2 Damage. Das ist das Spannende. Wir können halt Ancient Tomb machen. Wir können Chromox machen, eine schwarze Karte imprinten und können damit auch den Opposition Agent offenhalten. Turn 1. Zusätzlich zu eben diesem ganzen Gedark-Rituale, das die Mono-Black-Spieler gewohnt sind. 4 Ursas-Sagas. Wenn sie reinkommt, kriegt sie eine Marke. Dann hat sie Tappen für ein farbloses. Zu Beginn der Pre-Combat Main-Step, auch wenn die nicht mehr so heißt, sondern der ersten Main-Step, legen wir da eine Marke drauf. Dann hat sie Tappen, wir kriegen dann 0-0-Konstrukt. Das kriegt plus 1, plus 1 für das Artefakt. Wir haben ein paar Artefakte. Und beim letzten können wir eben das Ding opfern, unser Deck nach einem Artefakt durchsearchen, was genau 0 oder 1 kostet. In dem Fall halt Chromox, Pithy Needle oder Shadow Spear und können ins Spiel bringen. Warum wir dies spielen, kommen wir gleich zu. Dann haben wir 4 Vault of the Whispers. Das ist ein Artefakt-Land, Tappen für ein schwarzes. Wichtig, Artefakt-Land. Auch das kommen wir jetzt zu. Denn was wir in dem Deck spielen, ist 4-mal Besiege the Mirror. Besiege the Mirror kostet 3 schwarze, ein farbloses. Ist eine Sorcery. Wenn wir sie spielen, müssen wir eine Karte opfern. Das muss ein Artefakt, ein Token oder ein Enchantment sein. Jetzt gucken wir noch mal kurz durch. Wir haben Artefakte, Enchantments, die gleichzeitig auch Tokens machen. Und Artefakte. Und Enchantments. Und Token. Wir haben eine ganze Menge Karten, die das produzieren, damit wir das opfern können. Besiege the Mirror, so, so starke Karte. Und dann, wir können die Karte danach casten. Wir suchen uns direkt nach einer 4-Mana-Karte, zum Beispiel im Helm of Obedience, und casten die Karte. Wir können damit auch eine Shelly casten. Das ist halt ganz geil, weil es einfach ein Tutor ist. 4 Dark Rits, ich habe schon angekündigt. 1 Mana, du kriegst 3 Mana als Instant. Mega mächtig, MM. Ja, mega mächtig. Und dann haben wir neue Karten. Und zwar 4-mal Fell of the Profane. 4 Mana, wir zerstören einen Planeswalker oder eine Kreatur. Und wir können das Ganze für 3 Leben enttappt ins Spiel bringen als Land, wenn wir möchten. Wichtig ist, wir können die Vorderseite eben imprinten in Chromox. Oder wir können die Rückseite spielen einfach als Land. Und wir haben einen weiteren Removal Spell, unseren einzigen Removal Spell im ganzen Deck. Zusätzlich dazu könnte man auch den Bogwitch spielen als One-Off. Ich habe mich dazu entschieden, ein Agadeem's Awakening immer noch zu spielen. Denn die Karte hat einen Effekt. Für 3 schwarze Mana und X können wir eine beliebige Anzahl an Karten mit unterschiedlichen Mana-Kosten, mit Mana-Kosten X oder weniger, rausholen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel 3 Mana bezahlen, können wir, also 6 Mana bezahlen, können wir einen Opposition Agent, oder sagen wir zahlen 7, eine Shelly, einen Opposition Agent und einen Doughty Voidwalker, alle 3 reanimieren. Das ist strong. Ist noch nie so oft vorgekommen. Aber das tut die Bogwitch auch nicht. Also, ihr könnt beides. Ihr könnt es mal austesten. Dann haben wir 4 Thoughtseize. Wir haben keinen Grief mehr, also müssen wir Thoughtseize spielen, um Mietner eine Handkarte zu klauen. Verlieren dabei 2 Leben. Ist halt ganz gut gegen Counter. Und, um das Ganze abzurunden, spiele ich noch 2 Hymn to Turak. Den Mietner Handkarten klauen, damit er nicht comboen kann oder irgendwie kontrollieren kann, wie wir comboen. Und wir haben halt saustarke Top-Decks. Das Deck lebt von Top-Decks. Aber dazu komme ich gleich im Deck-Talk. Das ist, oh, ich bin schon ganz, ganz hype, weil das Deck ist cool. Jetzt, wo Grief nicht mehr da ist, bestes Mono-Black-Deck bisher. Meiner Meinung nach. So, gucken wir mal ins Sideboard rein. Im Sideboard spielen wir 2 Turak Dread Cantor. Sehr, sehr starke Karte. Auch hier mit Kicker, mit Discard. Wir haben halt Hymn to Turak im Mainboard und Thoughtseize. Das heißt, er kann sehr stark werden. Er hat Schutz vor Weiß. Und wenn er gekickert wird, macht er nochmal eine Hymn to Turak. Mächtige Karte. Mächtige Karte gegen Control. Dann haben wir 2 Harvester of Misery. Eine Karte, die ich sehr spannend fand, die ich mal teste tatsächlich. Ich bin mir noch nicht sicher, wie gut die Karte ist, aber ich teste sie mal. 5 Mana, 5-4 mit Menace. Das heißt, muss mit 2 Kreaturen geblockt werden, was sehr stark ist. Wenn sie ins Spielwerk kommen, kriegen alle anderen Kreaturen -2/-2. Das tötet bei uns relativ viel, am Ende hoffentlich mehr. Oder wir können 2 Mana das Ding abwerfen, um einer Kreatur -2/-2 zu geben. Leider kein Cycling. Cycling wäre nochmal großartig gewesen. Dann 2 Feed the Swarm. Feed the Swarm, das zerstören wir ein Artefakt oder Enchantment. Eine Kreatur oder Enchantment. Artefakte können wir leider nicht zerstören. Und wir verlieren Leben in Höhe der Mana-Value. Sehr, sehr gut. 2-mal Sheoldred's Edict. Damit können wir ein Non-Token-Creature, ein Token-Creature oder ein Planeswalker opfern lassen.
Sahne. Gute Karte. Gute Karte. Einfach ein sehr guter Removal gegen fast alles. Dann zwei weitere Opposition Agents. Die habe ich ja schon erklärt. Gegen Lands oder irgendwelche Ursas-Saga-Decks oder so. Wirklich gut. Spielt man einfach mehr davon. Ein One of Damnation gegen Eldrazi, weil Eldrazi halt immer noch ein sehr starkes Deck ist. Trotz allem ein sehr starkes Deck ist. Und alle Kreaturen zerstören so Turn 4, Turn 5, wenn sie irgendwie 3-4 Länder draußen haben, eine Handkarte, ist mächtig genug, als dass man sie spielen können sollte. So, ihr erinnert euch an Khan. Ich habe euch gesagt, da ist ein Helm drin. Das ist richtig. Wir haben aber auch noch drei weitere Möglichkeiten. Wir haben gegen Agro-Decks Ensnaring Bridge. Das ist ganz nice, weil damit können wir halt Aggro von uns abwenden lassen. Wir haben nicht so viele Handkarten meistens. Und dann können die Gegner nicht angreifen, weil die Gegner halt nur angreifen können, wenn ihre Stärke höher, gleich oder geringer unsere Handkarten sind. Das ist ganz gut. Dann ein Liquid Metal Coating, um Effekte abzuschalten von irgendwelchen nervigen Kramsachen. Auch das sehr, sehr gut. Und eine Mycosum Flatus. Denn, ich glaube, ich habe den Khan gar nicht erklärt, kann das sein? Khan, was macht Khan? Khan the Great Creator ist eine großartige Karte. Khan the Great Creator sagt, Gegner können Artefakte nicht mehr benutzen, nicht mehr aktivieren. Für eins können wir einen Non-Creature-Artefakt zu einer Kreatur werden lassen. Mit dem Liquid Metal Coating machen wir ein Land zum Artefakt. Machen hier Plus und das Land stirbt. Damit machen wir halt so Kontrollleute platt. Oder bei minus 2 können wir halt ein Deck aus dem Sideboard, eine Karte aus dem Sideboard holen. Deswegen holen wir damit halt zum Beispiel diese Artefakte. Und wenn wir dann eine Mykosumflette draußen haben und sagen, alles ist ein Artefakt, kann der Gegner einfach nichts mehr spielen. Und das ist ganz nett. Weil er kann seinen Länder nicht tappen, er kann die Karten von der Hand nicht pitchen, weil sie alle farblos sind und so weiter und so fort. Großartig. Sehr, sehr gute Karte. Immer noch eine gute Combo. Und ja, das war das Mainboard. Und ich will jetzt unbedingt ganz schnell in den Deck-Talk gehen. Ich liebe Mono Black Helm. Ich habe es geliebt, als es die European Legacy Meisterschaft letztes Jahr 2023 gewonnen hat. Und es ist back, Bitches. Richtig gut. Also She-Aldred, immer noch eine Hausnummer. Ihr spielt mit She-Aldred, Opposition Agent, Bowmaster, Doughty Voidwalker, immer noch diese Mono Black Aggro Shell, die den Gegner in den Wahnsinn treibt. Ihr müsst halt als Discard auf sowas wie Thoughtseize oder Hymn-to-Turak zurückgreifen. Aber das ist okay. Denn ihr habt jetzt auch einen anderen Finish. Ihr müsst nicht mehr über irgendwelche Beatdown-Oger gewinnen oder so, sondern ihr könnt mit Besiege the Mirror in eure Win-Conditions gehen. Helm of Obedience, wie gesagt, Leyline und Doughty sind immer noch super starke Karten gegen so viele Sachen. Dementsprechend ist es gut, die drin zu haben. Und jedes Besiege the Mirror und jeder Helm gewinnt euch das Spiel, wenn ihr genug Mana habt. Und Mana hat das Deck wirklich oftmals genug. Ihr habt One-Offs drin, wie den Khan. Ihr könnt einen Damnation im Sideboard haben. Es gibt Möglichkeiten, damit Ill-Gotten Gains zu spielen. Die habe ich jetzt nicht drin, weil es ein bisschen zu cute ist für mich. Aber Ill-Gotten Gains, auch großartig, weil man dann beide Spieler werfen ihre Hand ab und ziehen dann drei Karten aus dem Friedhof die Hand. Der Gegner hat keinen Friedhof. Das ist großartig. Das ganze Deck hat so viel Potenzial, so viele auch selber eigene Sachen, die man tweaken kann, wo man She-Aldred nicht spielen muss, vielleicht vier Oppo-Agents spielt und so weiter und so fort. Mono-Black-Spieler können sich an diesem Deck wirklich ausleben, was völlig Neues erleben und von der ganzen Grief-Toxicity sich mal erholen und ein cooles Deck spielen, was super viele Patterns hat, wo man playen kann, auch mit Ursas-Saga und so weiter und so fort. So ein cooles Deck. Probiert es aus, bevor ihr euer Mono-Black-Haufen wegwerft, weil ihr sagt, Grief ist weg und ohne Grief macht keinen Sinn. Schaut das neue, beste Mono-Black-Deck an und das ist dieses Deck. An dieser Stelle vielen Dank an meine Patrons. Die seht ihr hier in meinem Gesicht rumfliegen. Großartige Menschen, ich liebe diese Menschen einfach. Sie unterstützen mich so, so krass und so lange jetzt schon. Das ist so nett. Also ein paar auch Neulinge, aber die meisten unterstützen mich sehr lange. Und das ist so, so nett von euch. Vielen, vielen Dank an die Leute, die mich unterstützen. Wenn ihr mich auch monetär unterstützen wollt, ab 3 Euro im Monat könnt ihr mich monetär auf Patreon unterstützen oder auf YouTube Membership, also Mitgliedschaft. Da geht das auch, wenn ihr zum Beispiel kein Patreon machen wollt oder so. Und ja, ansonsten, wenn ihr das nicht könnt oder nicht wollt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, dieses Video irgendwelchen Leuten schicken, die vorher Mono Black gespielt haben, die jetzt ein neues Mono Black Deck haben. Und dann sehen, dass ihr den Leuten das nicht schicken solltet, weil das Deck wirklich gut ist, richtig stark ist und ziemlich schnell ausmachen kann und euch ziemlich schnell den Arsch versohlen kann. Dementsprechend, Mono Black ist tot. Lang lebe Mono Black.